Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Fashion Haul für euch. Und zwar haben mich ganz, ganz viele Nachrichten auf Instagram erreicht, ob ich nicht mal zeigen könnte, was mir denn der Postbote so Neues gebracht hat. Und das mache ich natürlich heute sehr, sehr gerne in diesem Video. Und zwar habe ich hier ein Paketchen von Naked, N-A-K-D. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Dann hat mir der Postbote noch ein Paket von Zara gebracht. Und meine ASOS-Bestellung ist auch angekommen. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration für euch, da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich habe noch eine Überraschung für euch in diesem Video. Richtig cool, ich finde es richtig mega. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was Neues bei mir einziehen wird, beziehungsweise falls ihr noch ein paar tolle Schätze sucht, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Ich würde sagen, wir starten mit Naked, weil es jetzt eben schon vor mir liegen habe und ich kann euch sagen, als das Paket ankam, ging es die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das ist eher selten, weil es natürlich online nochmal was anderes ist. Man kann die Sachen nicht anfassen von der Qualität, man sieht es einfach nicht, ne? Und da geht bei mir schon auch öfters mal wieder was zurück. Aber bei dieser Bestellung muss ich wirklich sagen, dass ein Teil schöner ist als das andere. Unter anderem ist dieses wunderschöne Kleidchen hier dabei. Ich bin so verliebt und ich freue mich schon so, so sehr, dieses Kleidchen hier zu tragen. Es ist Langarm, was jetzt bei diesem Wetter da draußen noch richtig cool ist. Vom Stoff her sehr, sehr leicht, eben dann auch passend. Und es ist ein Wickelkleid. Also ihr habt hier an der Seite einen Knopf und dann könnt ihr euch das dann eben zumachen. Wickelkleid eben, ne? Wie es der Name schon sagt. Hier mit diesen Rüschen und dann habt ihr hier eben noch die Möglichkeit, euch das Ganze hier an der Seite nochmal so zuzubinden und eine schöne Schleife zu machen. Und das ist eben auch ein wunderschönes Detail. Auch von der Länge her, finde ich, passt es mir sehr, sehr gut, was bei mir ja immer ein bisschen schwierig ist. Ich muss dazu sagen, dass es, ja, so der Ausschnitt so ein bisschen heftig ist, aber ich werde mir da einen Top drunter anziehen mit Spitze und dann geht es auf jeden Fall voll klar. Ich habe Größe S genommen, auch von der Länge her richtig gut und auch für den Preis, also das kostet 55 Euro, kann man auf keinen Fall irgendwas falsch machen, denn ich finde die Qualität einfach bombastisch. Das hat schon was von Zara, würde ich auf jeden Fall gleichsetzen und ich finde es so, so schön. Das gibt es übrigens auch noch in einer anderen Farbe, falls euch dieses Pastellrosa nicht so gut gefällt. Aber mir gefällt es eben sehr, sehr gut, wegen der schwarzen Haare, finde ich, passt es eben. Und ja, das ist eins meiner Schätzchen und ich freue mich so, so sehr drauf, dieses Kleidchen zu tragen. Dann habe ich mir eine Bluse bestellt, bei der war ich mir nicht so sicher, als ich sie eben auf dem Bild gesehen habe. Da habe ich mir so gedacht, naja, wer weiß, probierst es einfach mal, ne? Bestellst du sie. Und Leute, von der Qualität auch wieder hier bombastisch. Also die Verarbeitung richtig krass, der Stoff richtig, richtig gut. Hier mit diesen Trompetenärmeln, das ist Off-Shoulder, jeder, der mir schon länger folgt, weiß, wie sehr ich das liebe. Hier muss mir allerdings dann jemand helfen, das zuzumachen. Hier kann man eine schöne Schleife machen und was ich auch richtig cool an dieser Bluse finde, ist, dass sie hier unten noch so ein Bündchen hat. Also das heißt, man könnte schon noch ein Stück Pizza mehr essen, ne? Und es fällt nicht so sehr auf, wenn ihr versteht, was ich meine. Diese Bluse hat gekostet 26,97 Euro. Ich habe mir das hier alles mal aufgeschrieben, damit ich es euch sagen kann, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was die Sachen bei Naked kosten. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ja, vom Preis passt es ganz gut, schaue ich mir nochmal näher an. Oder wenn man schon den Preis hört, wenn es eben sehr hoch ist, dass man dann einfach sagt, nö, ist doch nichts für mich. Deshalb habe ich mir das mal für euch aufgeschrieben. Dann habe ich mir eine weitere Bluse bestellt, die fand ich auf dem Bild richtig toll. Da habe ich mir gedacht, boah, für den Sommer, ne, voll der Hingucker, brauchst du auf jeden Fall. Ist hier auf der einen Seite eben so geschnitten, dass die eine Schulter eben zu sehen ist mit diesem, ja, wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Schreibt es mal in die Kommentare. Keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich die auch richtig, richtig schön. Allerdings sieht sie dann angezogen nochmal ein bisschen anders aus, fand ich. Ich muss das halt alles dann auch erst nochmal bügeln. Aber auch hier finde ich, ist das ein ganz, ganz toller Hingucker für den Preis. Und zwar kostet die 27,95 Euro. Und ich finde, wenn man ja, so eine hellblaue, weite Hose zum Beispiel anhat, kann ich euch auch gleich noch zeigen, habe ich von Zara
oder eben auf einer Jeans, wobei auf einer Jeans finde ich es nicht ganz so schön. Ich finde einfach Stoffhosen jetzt im Moment richtig schön, passt diese Bluse wunderbar dazu. Dann habe ich mir bestellt, ja, einen Pulli, weil die Sonne, die lässt ja auf sich warten hier in Deutschland, leider. Der ist auch wieder off-shoulder, den gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Allerdings hat mich diese Farbe hier auch wieder angesprochen, wegen der schwarzen Haare, die ich eben habe, finde ich das sehr, sehr passend. Allerdings muss ich dazu sagen, dass der recht kurz geschnitten ist. Also ich werde auf jeden Fall einen Top drunter ziehen, weil bauchfrei hatte ich jetzt nicht vor, da draußen rumzulaufen. Ich habe übrigens Größe M genommen, was auch gut war, weil ich ja eben möchte, dass es so oversized fällt. Der kostet 44,95 €. Dann zeige ich euch noch ein wunderschönes Kleidchen, bevor wir zu einem weiteren Schätzchen kommen. Also im Prinzip, das sind das alles Schätze hier, die ich euch zeige. Aber dieses Kleid hat es mir auch angetan. Und zwar ist es auch richtig schön, langarm, allerdings auch wieder, ja, passend zu Deutschland. Aber es ist schon so, dass man das auf jeden Fall auch im Sommer tragen kann. Vielleicht abends, wenn man noch im Biergarten ist. Oben mit diesem Kragen gefällt mir sehr, sehr gut. Und dieses Kleid würde kosten 44,95 €. Und jetzt kommen wir zu einem Schätzchen. Ah, da freue ich mich. Den Pulli werde ich auf jeden Fall noch für meine Schwester bestellen. Meine Schwester liebt Calvin Klein und das ist richtig krass, weil bei Naked gibt es ganz, ganz viele tolle Marken neuerdings. Das wusste ich gar nicht. Unter anderem Calvin Klein. Ja, und da durfte dieser krasse Pulli hier mit. Wie geil ist bitte dieser Pulli? Hallo! Ich finde den so, so edel. Ich finde den so schön. Den gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Den stelle ich mir vor... auch wieder auf so eine weite Hose oder auf einer Jeans natürlich, aber ich stelle mir den auch schick vor, mit hohen Schuhen zum Beispiel, allerdings auf dem Rock, auf dem Rock stelle ich mir den jetzt nicht so gut vor, aber den kann man so geil kombinieren, Leute. Der kostet 110 € und ich habe mir auch noch dieses T-Shirt hier bestellt, das kostet 55 €. Ich finde das total schön, ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera sieht, auf jeden Fall ist hier nochmal so ganz leicht in Silber, das Logo und dann halt hier Calvin Klein. Das gibt es auch nochmal viel größer, viel plakativer oder in der kleinen Schrift. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten mit den Ärmeln. Das ist hier übrigens auch ein bisschen angenäht, finde ich sehr, sehr edel. Und was ich auch schön finde, man könnte sich das hier auch nochmal so hochschlagen. Also falls euch das nicht gefällt, weil es so weit runter geht, kann man sich das auch nochmal so hochkrempeln, auch so ein bisschen, ja, schlampig. Finde ich, sieht auch richtig cool aus und da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ne? Also das passt auf eine Jeans, das passt auch auf einen Rock zum Beispiel, auch schicker oder sportlich, ne? Mit Chucks zum Beispiel. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich trage hier unten drunter nochmal so einen Top und das geht natürlich auch ohne. Und ja, finde ich richtig, richtig schön. So, jetzt kommen wir noch zur Überraschung, die ich für euch habe. Ich bin so aufgeregt. Und ich freue mich so riesig und zwar habe ich einen 20% Rabattcode für euch bekommen bei Naked. Und wie cool ist das bitte? Ich habe mich da so riesig drüber gefreut, weil ich finde 20% ist eine ganze Menge, also da kann man echt gut Geld sparen. Wenn ich irgendwo einkaufe und 20% bekomme, freue ich mich einfach riesig und ich hoffe ihr auch. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Auch alle Schätze, die ich euch jetzt gezeigt habe, verlinke ich euch unten in der Infobox, sowie meine Zara-Bestellung und ASOS-Bestellung und alles, was ich euch jetzt zeigen werde, sodass ihr einfach nur auf den Link gehen müsst, wenn euch eben was gefällt und dann gleich zum Produkt kommt und nicht so lange danach suchen müsst. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Wie gesagt, 20% bei Naked. Einfach mal in der Infobox vorbeischauen. Und jetzt machen wir weiter mit meiner Zara-Bestellung. Hier ist der Karton. Und ich habe jetzt mal hier oben drauf auch noch meine Sonnenbrille gelegt, weil das ja auch ein Fashion-Teil ist. Die ist neu, ist euch auch aufgefallen auf Instagram, da hatte ich sie schon gezeigt. Aber nachdem mich so viele auch in meinen Blogs danach gefragt haben, habe ich mir gedacht, ich nehme sie auf jeden Fall auch noch mal kurz mit hier in dieses Video mit rein. Und zwar ist die ja, wie gesagt, auch neu. Die ist von Lacoste. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen mit diesem Blau-Türkis, weil ich finde es einfach passend jetzt für den Sommer. Ich habe ja kein Brillengesicht. Das ist echt schwierig. Und ich liebe meine Ray-Ban, sodass ich mir die sogar schon zweimal nachgekauft habe, weil die dann immer so ein bisschen verkratzt ist. Ne? Wirft man dann doch ab und zu auch mal in die Handtasche einfach rein, also ich.
Und ja, jetzt ist aber eine neue eingezogen, aber die Ray-Ban wird trotzdem nicht vernachlässigt. Also die ziehe ich trotzdem noch an. Zieht mal eine Brille an. Ich weiß es nicht. Also ich setze sie auf, wenn die Sonne da ist. Ich zeige euch mal, wie diese hier jetzt aussieht an mir. So sieht es jetzt aus. Von der Seite und vorne. Mir gefällt sie total gut. Ist halt, wie gesagt, bei mir immer ein bisschen schwierig, aber mir gefällt die eben sehr, sehr gut. So, jetzt machen wir aber wirklich weiter mit der Zara-Bestellung. Und zwar habe ich mir eine Bluse bestellt. Die habe ich gesehen und dachte mir, boah, sieht die schön aus. Allerdings hat mich der Preis abgeschreckt. Die kostet nämlich 49,95 Euro, was echt eine Stange Geld ist für eine Bluse. Also richtig viel. Aber die ist wirklich sehr, sehr edel. Auch von der Verarbeitung her, diese Details, das gefällt mir eben sehr, sehr gut. Einfach eine weiße, schlichte Hose, eine Stoffhose vielleicht oder eine weiße Jeans. Da passt es sehr, sehr gut und ja, wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe sie vorhin dem Alessandro gezeigt, da hat er gemeint, nee, die findet er nicht so hübsch. Aber er ist wenigstens ehrlich, ne? Ja, das gehört sich so. Gut, machen wir weiter mit einer Hose, die ich mir noch bestellt habe, allerdings in verschiedenen Größen. Und zwar eine Stoffhose, finde ich richtig, richtig genial für den Preis. Und zwar kostet die nur 19,95 Euro. Hier in diesem Rosa, gefällt mir sehr gut. Vielleicht sogar mit der Bluse, die ich euch vorhin gezeigt habe, oder den Blusen, beide Blusen von Naked, finde ich einfach super passend hier zu dieser Hose. Ich habe mir halt verschiedene Größen bestellt, nur damit ihr es mal seht. Und ich habe mir die Hose auch nochmal in Dunkelblau bestellt, weil ich die auch richtig, richtig schön fand in diesem Dunkelblau. Ideal für unterwegs, ne? Morgens, wenn man schnell mal in die Stadt muss, was erledigen, zur Post, einkaufen, was auch immer. Ist man gemütlich angezogen, aber trotzdem irgendwie schick. Also, ne, wisst ihr, wie ich meine? Es kommt natürlich darauf an, wie ich das kombiniere. Die kann ich mit hohen Schuhen tragen, so wie ich sie mit Chucks oder einfach nur Sandalen tragen kann. Ne? Also offenen Schuhen. Okay, das war's von Zara. Und jetzt zeige ich euch noch ganz geschwind, was bei ASOS mit durfte. Und zwar habe ich mir dieses T-Shirt hier bestellt von Only in Weiß. So sieht es aus. Ne, beziehungsweise, Entschuldigung, das habe ich mir in der Stadt gekauft. Genau, das war nicht von ASOS. In S habe ich das genommen. Schaut mal, wie riesig das aussieht. Aber ich finde es so, so schön, auch von der Qualität her. Richtig toll. 16,95 Euro habe ich dafür bezahlt. Auch hier wieder mit diesem Detail hier. Ne? Die Ärmel, ja, sehen so aus. Gefällt mir sehr gut, auch vom Stoff her. Ich finde, Only macht ganz, ganz tolle Sachen, auch für den Preis. Wirklich, da kann man überhaupt nicht motzen. Und bei ASOS habe ich mir Calvin Klein Unterwäsche bestellt, die ich jetzt natürlich nicht in die Kamera halten werde. Und diese Hose hier, diese Jogginghose von Hollister. Und zwar ist es so, so genial. Die war nämlich runtergesetzt von 40,99 Euro auf 24,99 Euro, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ich suche euch ja eh alles raus und verlinke es euch. Ja, und die ist so gemütlich. Die ist in so einem Grau meliert, sieht aus, als würde man darin schwitzen, aber der Stoff ist so genial und ich liebe diese Hose, wie gemütlich die einfach ist. Und ja, wie gesagt, die ist halt von Hollister. Dann wollte ich euch noch meinen neuen Ring hier in diesem Fashion Haul zeigen. Also das war es jetzt erstmal von der Zara-Bestellung bzw. ASOS-Bestellung. Den Ring hier, den hatte ich euch mal in meinem Vlog gezeigt und irgendwie haben sich so, so viele in diesen Ring verliebt. Also da wurde so, so oft danach gefragt und deshalb habe ich ihn auch gezeigt und dann dachte ich mir, okay, zeig's ihn auch nochmal in dem Video. Der ist von Meinpunkt und der heißt Hemden. Jedenfalls verlinke ich euch den auch mal unten in der Infobox. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch. RosellaMir17 nennt er sich. Da könnt ihr auf jeden Fall auch Geld sparen und schöne Schätze eben bei Meinpunkt bestellen, kaufen, euch schenken lassen. Bald ist Muttertag zum Beispiel. Diese Armkettchen hier sind zum Beispiel auch von Meinpunkt und meine Ohrringe auch. Und ich, ja, meine Kette auch. Meine Ketten. Beide Ketten sind von Meinpunkt, ja. Außer meine Uhr, die ist von Thomas Sabo. Aber die habe ich euch ja auch schon ganz, ganz oft gezeigt. Die hat mir mein Mann mal geschenkt vor ganz langer Zeit. Ja, also gut, meine Lieben, das war's von meinem Fashion Haul. Ganz schön viel Input. Vielleicht hat euch was gefallen, vielleicht war eine kleine Inspiration für euch dabei. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Schickt mir Bilder, wenn ihr euch was bestellt habt. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat.
Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!